Hallo und herzlich willkommen zu Layers of 4. 4 ist auf 4. Layers of Layers, Alter. Wir schauen Hallo. mal, was wir hier Geiles eingesperrt haben. Abgesehen von Kisten und Fässern. Die waren böse. Dämonische Kisten und Fächer. Fässer, Alter, auf den Stechen. Ich kann nicht Immer noch die vorlesen. heulende Frau. Wir hätten ihr gerade helfen sollen. Ich sag's dir. Was für helfen? Ich hätte mich nur umgedreht. Also sag mal, das Achievement, das wir bekommen haben, hieß Selbsterhaltungstrieb. Das heißt, wahrscheinlich war es nicht so schlecht. Ja, sicher. Ja, aber das abgefuckte Ende ist doch viel cooler. Du spielst doch ein Horrorgame nicht, damit alles gut geht. Nee, ich spiele ein Horror-Game, um zu überleben. Und am Ende mit lachenden Augen hier rauszugehen. Guten lachenden Augen. Kein Witziger. Hallo. Ich hatte das erst nicht richtig gecheckt, weil das falsch rum war und ich habe mich zu sehr aufs Gesicht konzentriert. Da muss ich wohl wieder zurück, das hatten wir ja noch gar nicht spielen. Oh, jetzt ist ja was anderes als vorher, Alter. Tür in die Fresse, aber das hatten wir noch gar nicht. Nee, Hallo? Blut. Du musst erst die Tür zumachen. Safety first. Ja. Geil. Blut, 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 ja. Blut, 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 Blut. Blut, Blut. Kann ich mich hinsetzen? Das ist eine sehr anstrengende Weise. Oh Gott. Weißt du, wir hätten gerade wahrscheinlich wieder die Wahl zwischen einer guten und dem Blut gehabt, ja? Und du entscheidest dich immer für die Scheiße. Oben, guck mal nach oben. Und Kannst du jetzt? irgendwas da machen? Oh. Ich kann es auf jeden Fall nicht aufmachen. Drehe ich ein paar Mal im Kreis. Alter, wird mir schlecht davon. Hier fällt Ich krieg was. sich Augenkrebs. Achso, ich muss mal abwarten. Ohne Scheiß, du triffst so Kackentscheidung. Guck, jetzt liegen wir schon wie. Ich wette, wir hätten jedes Mal es verhindern können, aufs Maul zu fliegen. 100 Pro. Viel witziger so. Und wir. Du reitest uns immer weiter in die Scheiße. Jetzt sind wir auf dem, oder? Ich glaube nicht, dass das ein richtiger Raum ist. Was? Egal. Eine Menge coole Stühle am Start. Aber die Stühle, das war erst ein Kinderstuhl, dann ein Erwachsenenstuhl und dann Schaukelstuhl. Ja, ich weiß. Kinderstuhl sehen wir auch immer noch. Warte, vielleicht ist das. Die lebt noch. Tot, tot, tot. Jawohl, den sehen wir auch. Vielleicht interpretiert man die Sachen zu viel rein. Vielleicht kann ich mich teleportieren. Vielleicht bin ich gar nicht Leon, sondern Manuel Neuer. Vielleicht bist du gar nicht lustig. Sondern Manuel Neuer. Man kann sein Kind Manuel und mit zweiten Namen Neuer nennen. Wieso nicht Neuer Manuel? Was ist denn mit ihrem Alten passiert? Der hat schlechte Werbung gedreht. Den wollte ich nie mehr. Denkst du, wenn ich einen zweiten Manuel bekomme, also ein zweites Kind, kann ich das erste noch umbenennen in alter Manuel? Nee, da musst du direkt dran denken. The mouse, Hannah, the god, the god struck one poor man down. Hickory dickory dock. Ja, nice. Die
Tic-Tac. Hat die sich verändert? Ja, die ist kaputt geworden. Die ist ein bisschen kaputt. Sicher, war die nicht von Anfang an kaputt? Ich glaube nicht. Ich glaub, ist alles hier kaputt gewesen? Nee, am Anfang war doch alles heile. Ganz am Anfang, als wir ins Haus gekommen sind. Echt? Ja. Halt ich für ein Gerücht. Ja. Bist du ein Dummkopf oder was? Bist du blöd, hä? Bist du ein Dummkopf oder was? Willst du auf den Schnauzen, Alter? Junge, die wollen mit uns ficken, aber das machen wir nicht. Adlerklaut-Baby. Den Flur kennen wir jetzt auch schon 80 Mal. Da links war das Baby drin, das gemalt hat. Da war das Baby, das gemalt hat, drin. Ja, geil, Alter. Was ist jetzt drin? Nichts. Aber man sieht jetzt was. So ein bisschen. Kleiner Stuhl. Ja, geil. Okay, das heißt, warte mal, warte. Nee, bei dem Baby sind wir noch weitergekommen, ne? Ja. Was geht ab? Es ist nicht. Was geht ab? Und wir liegen auf dem Boden, oder? Das war locker richtig. Leon, du bist ein Überlebenskünstler. Weißt du, da ist ein Monster. Leon sagt so, Alter, was geht ab, Bruder? Lass mal chillen, oder was? Hast frisch bei dir so? Ich spring jetzt zwei, drei Joints. Der Position von der hier. Ich spring zwei, drei Joints mit, dann können wir ein bisschen chillen. Dann geht Party ab, ja. Guck, wie hübsch das Haus jetzt aussieht. Ja, auf jeden Fall, wunderschön. Das Büro, das kenne ich noch. Guck mal, hier sieht's normal aus. Ja, sieht's halt wirklich. Ne? Hallo, Jonathan Apelt. Was geht denn seine Sicht ab? Ohne Witz, ne? Wo ist das scheiß Telefon? Telefon sucht, Spiel. Ich sag das auf dem Schrank. Also da im Dings. Unten. Ach stimmt, das können wir ja auch machen. Bisschen Alkohol. Du hast ja so einen Tabak. Einen Hörer. Hinter dir ist Licht gewesen. Jetzt wieder weg. Ich glaube, das Feuer war kurzzeitig an. Echt? Ja, es waren auf jeden Fall komische Lichteffekte. Sehr gruselig. Gruselig. Hier haben wir ein bisschen Grütze drin liegen. Eine Ratte. Okay, keine Ratte. Eins nice Baby, Alter. The Monster Painting, Alter. Manche Gemälde spotten hierbei Beschreibungen, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eins dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des Durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner Abscheulichkeit. Ja, da ist Krieg, Alter. Wie viel Freund oder so. Ach, guck mal, eine Hupe. Eine Hupe. Eins nice Hupe. Vom Stempel her. Digga, wo ist das Telefon? Alter, hilf mir mal bitte. Weiß ich nicht. Da ist das Telefon. Ach Gott, so. Hey! Telefon! Jonathan Apelt. Hey, du hast angerufen. Oh. Oh, fuck. 8, 6. Nee, wie? Meinst du? Also. Okay. Der Hund war 259 und die Katze war 341. Denkst du, wir müssen das in der richtigen Reihenfolge machen? Ist das eine bessere Idee? Nee. Es gibt nur drei Zahlen. Was war die Ratte? 6, 8, 7.
Warte, habe ich es richtig umgedreht überhaupt? Oder muss ich so. Okay, es geht nur in eine Richtung. Die Ratte hat uns immer. Genommen. Die Steuerung ist sehr komisch. Das war nicht die Ratte. Och man, ich dachte, wir können jetzt die Ratte anrufen. Los, ich möchte gerne die Ratte anrufen. Bitte. Ja, die Ratte hat uns vorhin geholfen. Vielleicht hilft die uns ja. Vielleicht ist der Code auch einfach irgendwo. Hier versteckt, guck mal aufs Bild. Das Bild. Ich hab's gesagt, 563. Sehr unauffällig. 363, aber egal. Hä? Das war doch nur 5. Das ist nur 3. Oh ja. Komisch. Ich dachte, das wäre so unter seinem Arm, weißt du? Mein erster Punkt war auch 5, aber ich habe zweimal nachgedacht. Ich sehe von mir nichts. Ich bin blind. Wo hast du tatsächlich eine Brille? Hallo? Ist er weg? Guck aufs Gemälde. Es wird angerufen. Ich hänge mich jetzt hier von Buchiger zu Buchiger. Was denn? Siehst du noch so ein abgefucktes Buch irgendwo? Nee, aber ich würde einfach mal wieder zum Telefon gehen. Nicht die Lösung. Geh mal zum Gemälde. Gemälde. Oh, guck mal. Okay. Vielleicht sollte man manchmal einfach mal nach oben gucken. Haben wir alles so? Kein Telefon. Telefon wurde. Interessant, Alter. Dass es nicht aufgefallen ist. Oh, da ist ein Baby runtergefallen. Ja. Dass dir das nicht aufgefallen ist. Dass ich da nicht durchgehen kann, fuckt mich ab. Bist du fett? Oh Mann, meine Schulter schon wieder. Ich muss mich mal eben kurz anders hinsetzen. Vielleicht muss ich einfach durch. Nicht durch die Tür gehen? Eins nice gemacht, auf jeden Fall. Das ist geil. Hallo. Das finde ich schon richtig nice eigentlich. Bist du zu weit rechts gelaufen? Ich dachte nicht, dass man runterfallen kann. Du Idiot! Ey, du triffst aber auch... Alter. Jedes Fettnäpfchen einfach reintreten. Weißt du, du siehst es. Einfach reintreten. Kleine hey, Zwergboy. Richtig rum sieht's noch geiler aus. Der hat voll die breiten Schenkel. Das ist die Hose, ne? Das ist so der... Ja. Der hat voll den großen Kopf, Mann. Das sieht so geil aus. Fucking. Ah, Leon, du machst mich fertig. Wir haben gleich echt das abgefuckteste Ende. Hä, können wir schon gar nicht mehr haben. Warum? Weil du eine richtige Entscheidung getroffen hast. Du verdammter Bastard. Du triffst Entscheidungen richtig. Guck mal nach oben. Nee. Eine Decke. Ich hab Decken vermisst. Musst du das jetzt nochmal machen? Ich weiß nicht. Kann sein. Aber es klingelt kein Telefon. Guck mal auf den Typen. Da steht jetzt keine Zahl. Oh, nice, einfach eine Tür. Geht natürlich auch. Okay. Wahrscheinlich muss ich es einfach nochmal machen. Du bist im Luke. Ah, doch nicht. Dann nicht getrollt. Oder? Oder jetzt mich noch weiter oben. Das kann natürlich auch sein. Die Frage ist, was, wo musst du jetzt hin? Runterspringen, so lange bis ich ganz oben bin.
Denkst du, das ist die Lösung, Alter? Spring einfach runter. Das habe ich schon geschafft. Spring doch noch weiter runter. Wir müssen das Telefon finden. Scheiß Telefon, ich raste aus, Alter. Muss ich kaufen das Klavier oder so? Warum geht das zu so einem Jump'n'Run hier? Vor allem, weil du nicht jumpen kannst. Das wird zu einem Run and Fall. Das Telefon ist in die Richtung. Ja. Mal weiter. Vielleicht liegt es da irgendwo. Oh, ich glaube, da krieg ich rein. Oh ja. Ah, Telefon! Telefon! Oh, ja, nice. Ist da Blut? Ich glaube auch, oder? 853. Oder 358? Ah, nee, 853. Das ist eine Zahl. 853. 8. 5 3 Oh, wir schmeißen den Schrank selber runter. Das ist krasser Shit, Alter. Er ist schon echt abgefuckt. Wo ich sagen muss, dass ich das schon ziemlich nice finde. Links, ja, die Stelle hier mag ich auch so. Links, das rechts. Ich wollte nur gucken. Was ist jetzt den Basti? Alter, das sieht so nice aus. Schon Bock nochmal runter zu springen. Das ist ein Schlüssel, oder? Nee, das ist eine Kerze. Ich dachte, das ist ein Schlüssel. Darf ich mich mal wieder erschrocken. Bisschen erschrocken habe ich mich da. Bisschen erschrocken habe ich mich. Ist gerade was runtergefallen? Oh ja. Irgendwas Leuchtendes. Irgendwas. Ich habe mich nicht bewegt. Ja, alles gut. Ich glaubte das. Vielleicht wurden wir auch runtergeworfen. Zweimal. Schon. Das glaube ich aber auch nicht. Also das erste Mal würde ich mir schon zutrauen, runtergelaufen zu sein. Deswegen laufen wir so behindert. Ich werde dort aus dem 5. Stock geworfen. Alter, jetzt kann ich das scheiß Büroraum, Alter, fick dich. Guck mal auf das Babybild eben kurz. Steht nichts, ne? Nee. Naja, wenigstens kenne ich jetzt den Weg. Ah! Wir haben Checkpoint zwischendurch freigeschaltet. Sehr nice. Tschüssi, Schrank. Steh ich drauf. Ja. Schranksurfen. Du bist ein Schranksurfen, dachte ich. Jetzt können wir auch nochmal hören, was sie sagt. Das finde ich gerade nicht verstanden. It did it for nothing? It sells for nothing? Hier geht's nicht weiter. Aber wo soll ich dann hin? Lauf mal wieder in die Tür, vielleicht. Oh, da ist eine Nummer, da ist eine Nummer, da ist eine Nummer. 354. Drei, fünf, vier. Jawollo. Okay. Das ist ja mal ganz eigenartig, dass auf einmal das andere jetzt auftaucht. Ey, nein, aber was hier auftaucht? Oh Gott. Nicht cool, Alter. Alter, so ein abgefuckter Scheiß auf jeden Fall. Das ist nicht gerade auch, Alter.
Alter, stell mal vor, du bist echt so in so einem Rätsel gefangen und du musst ja über solche Sachen laufen. Oh Gott. Oh Gott. Wieso? Wieso, Welt? Oh, das fand ich gut. Oh. Leon. Ich bin keiner auf hilflos gerade. Ich. Ah! No. Da konnte ich jetzt nichts für, okay? Es klingelt. Vielleicht war es richtig. Der Klingelmann. Klingeling. Klingeling, das Paket ist da. Da fehlt was. Ich wollte gucken, ob da irgendwie, ob da was drunter ist, was man erkennen könnte. Okay. Na gut, aber dabei enden wir jetzt die Folge. So hat sich der Teddy angehört. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.